Georg, du bist gerade da zum Bioners Festival in Wien. Mittlerweile ist aus Projekt Bingeborg am Oben geworden. Eines der spannendsten Kärntner Startups. Was genau macht ihr? Location-Based Services ist der Begriff, oder? Das heißt, du bist an einem Ort und kriegst einen Dienst und einen richtigen Inhalt. Und diese Technik ist einfach nicht so weit verbreitet, wie es eigentlich sein sollte. Das heißt, wir stehen oft im Museum oder in einer Galerie und kriegen keinen Kontext dazu. Das heißt, man muss Kunstgeschichte studiert haben, um zu wissen, was der eine Künstler jetzt wirklich haben wollte. Also wir haben eine Technik, wo wir diese Location-Based Services, das heißt, das Bild hat einen Ort und wir können Kontext zu dem Ort geben, sehr einfach gemacht haben. Wir geben diese Technik all denen, die kaum ein Geld haben und trotzdem sowas anbieten wollen. Das heißt, es zahlt die Idee mehr als die Brieftaschen und das wollen wir mit zusammen machen. Das heißt, wenn man solche Location-Based Services selber anbieten will, dann bietet sich ja das komplette Framework, die technische Abwicklung und man erspart sich die eigene Entwicklung und muss sich sozusagen nur ums Produkt und die Inhalte selber kümmern. Genau, ja. Also Museen, Galerien, Kunstinitiativen, aber durchaus Autofirmen, die wissen alle, die können sich auf das konzentrieren, was sie am besten kennen, nämlich die Inhalte aufbereiten und nicht den ganzen Hick-Hack dahinter zu machen oder so. Also grundsätzlich ist das keine Hexerei, das selbst zu machen, wenn man sie auskennt. Aber es ist doch mit einigen Mühen verbunden und diese Mühen wollen wir den Leuten nehmen. Und das heißt, man muss sich das in der Praxis dann so vorstellen, wenn beispielsweise ein Autohaus das macht, dann könnten die in ihren Filialen irgendwelche Marker anbringen und der Besucher kann dann mit dem Handy dort hinfahren und entweder über NFC oder QR-Tag oder... Genau, Autohaus ist auch eine Anwendung, Möbelhäuser wäre eine andere. Wir reden in der Gastronomie von spannenden Sachen, die da passieren können. Also es gibt ein unendliches Spektrum von dem, was ein Ort hat oder ein Ding haben kann. Ja? Also wir verbinden Orte und Dinge mit Inhalten. Und das ist das Spannende daran, finde ich. Ihr habt da ja schon einige Erfahrungen damit. Ihr macht das schon seit mittlerweile wie vielen Jahren? Projekt Bingeborg? Jahr. Seit 2,5 Jahren. Und das war sozusagen, kann man sagen, dass es eine Art Prototyp oder Vorläufer von Xamum war? Ja, in dieser Lean Startup Community sagt man, das ist ein Minimal Viable Product, das heißt, das ist eine Art Prototyp, der schon auf echte Kunden losgelassen wird. Er ist eigentlich erstaunlich gut angenommen worden, wenn man denkt, wie klein das Projekt eigentlich war, mit wenig Aufwand wir das betrieben haben, oder viel Aufwand schon, aber mit geringen Ressourcen, sagen wir so. Ja. Und wir wissen auch, dass viele Leute diese geringen Ressourcen und gute Ideen haben und deswegen haben wir uns gedacht, man kann diesen Leuten ein Tool geben und das machen wir jetzt. Du bist ja selber sozusagen langjähriger bekannter IT-Journalist und hast jetzt mit der Gründung von Xamum zu einem gewissen Grad auf die andere Seite gewechselt. Also bist jetzt quasi nicht mehr der Journalist, der über Startups berichtet, sondern selber Startup-Gründer. Was hat sich in deinem Berufsleben dadurch geändert? Was hat sich nicht geändert, ist die Frage. Also es ist ziemlich alles. Man muss sich jetzt mal um Vertrieb kümmern, man muss Mitarbeiter anstellen, man muss schauen, dass ein Produkt fertig wird, man muss schauen, also es ist unendlich viel, das sich geändert hat. Ja. Aber das ist extrem spannend und jeden, der eine gute Idee hat, dem kann man das noch anraten. Also es gibt Unterstützung in Österreich, wir sind die Förderweltmeister schlechthin. Es gibt Institutionen wie INITS und andere, wo man einfach das machen kann und wer eine gute Idee hat, der soll das tun. Ja.